Hi Leute, willkommen zu einem neuen Video. Heute habe ich mal ausnahmsweise etwas anderes für euch, das ich euch gerne zeigen möchte. Und zwar habe ich mir einen neuen Schreibtischstuhl gekauft. Und zwar vom Hersteller Sailoon. Diesen gibt es hier bei Amazon zu bestellen. Und ich werde euch auch einen Link in die Beschreibung mit reinmachen, falls euch der Stuhl auch gefallen sollte. Den könnt ihr euch dann dort auch bestellen. Ja, ihr seht ihn auch schon hier. Er hat hier, wie ich richtig cool finde, ein Racing-Design. Hier durch die Optik und auch durch die Sitzflächen. Schauen wir uns halt einfach mal genauer an alles. Ihr seht hier, das da hier. Ich finde es auf jeden Fall richtig cool mit diesem Racing-Design. Hat mir auf jeden Fall optisch schon mal sehr gut gefallen. Ja, der hat auch hier ein Leder-Look-Optik, sage ich mal, weil das ist hier kein echtes Leder. Das sollte aber auch klar sein, dass es für einen Preis von knapp 80 Euro auch kein echtes Leder sein kann. Nichtsdestotrotz fühlt es sich auch sehr gut an und ist auch gut verarbeitet. Genauso wie auch die einzelnen Nähte. An manchen Stellen ist vielleicht die ein oder andere Naht nicht ganz perfekt, aber bis jetzt hat es auch schon einiges ausgehalten. Und ja, gucken wir uns einfach mal ein bisschen den Stuhl weiter an. Er ist auch sehr gut gepolstert. Ich drücke hier einfach mal, damit ihr das mal sehen könnt. Auch natürlich hier die Sitzfläche. Aber auch nicht allzu weich, weil das wäre vielleicht auch nicht mehr so gesund, wenn das wenn den ganzen Körper einfach komplett reinfällt. Der Rest ist hier aus robustem Kunststoff, sage ich mal. Und die Montage selber hat mich circa ja 20 bis 25 Minuten gekostet, was sich im Rahmen hält. Insgesamt haben wir hier 5 Füße, die man in alle Richtungen bewegen kann und die auch perfekt auf dem Laminat sich bewegen lassen. Aber auch auf Teppichen rollt er ziemlich gut. Dann haben wir zusätzlich hier natürlich ein Hebel, mit dem man hier die Höhe verstellen kann. Hier ist auch ein bisschen was beschrieben, wie und was. Und ja, ich würde sagen, wir probieren einfach mal aus, wie hoch er ist. Dafür nehme ich jetzt mal kurz meinen Rollmeter. So, und dann gucken wir mal zusammen. Wir haben jetzt hier. So, schauen wir mal. Also eine Höhe von circa 52 Zentimetern, auf denen ihr sitzt. Eine Gesamthöhe haben wir. Moment, gehen wir auch gleich raus. Ich nehme einfach hier den höchsten Punkt und dann sind wir ungefähr bei 121, also 1,20 Meter habt ihr hier auf jeden Fall in der Höhe. Also circa 1,22. Gucken wir uns nochmal die Breite an. Die ist auch recht super, hat wirklich viel Platz. Man fühlt sich nicht eingeengt in dem Stuhl und das finde ich auch wichtig. Ich mache das jetzt mal hier circa, ihr seht hier circa 53 cm Sitzfläche und ihr habt hier sogar verstellbare Armlehnen. Die könnt ihr, falls sie euch stören, einfach nach oben verschieben und zwar so. Ihr zieht sie einfach hoch. Ich kann das jetzt hier ein bisschen schlecht zeigen mit einer Hand. Denn man braucht ein bisschen Kraft, weil wäre blöd, wenn die ganze Zeit ständig einfach nur rauf und runter fallen. Ja, weiter hat der Stuhl sogar sozusagen eine Wippfunktion, also zum Entspannen. Dazu müsst ihr den Hebel hier einfach hier reindrücken. Vielleicht war es auch jetzt andersrum, ich kann es jetzt gar nicht so genau sagen. Ich schreibe es mal, ja, es war andersrum. Um das zu lösen, müsst ihr den Hebel rausziehen und dann lässt sich auch hier die ganze Rückenlehne nach hinten kippen, mit dem gesamten Stuhl natürlich. Das heißt, ihr könnt dann hier richtig gemütlich drin sitzen und entspannen. Zum Beispiel nach getaner Arbeit natürlich ist eine kleine Entspannung immer ganz gut. Ja, das war es eigentlich so im Großen und Ganzen vom Stuhl. Ich bin wirklich, wie gesagt, auch sehr zufrieden damit. Auch für meine Gaming-Sessions, sage ich mal, absolut in Ordnung.
Ich kann echt ohne Probleme mehrere Stunden da drauf hocken und habe keine Schwierigkeiten mit dem Rücken oder mit dem Gesäß und so weiter. Ja, danke fürs Zusehen, Leute. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen und wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, macht's gut.